Hi, willkommen bei Grünchill Barbecue und Lifestyle. Heute gibt es einen Mini Entenbrustburger mit einer super leckeren Soße, passend dazu. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht es hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen 1 Esslöffel Huisin-Soße und 1 Esslöffel Mango-Chutney. 1 Esslöffel Ketchup und 1 Esslöffel Mayonnaise. Eine halbe sehr reife Avocado. Ein wenig Zwiebelsprossen. Dann natürlich Burger Buns. Heute mal eine spezielle Version. Ich nehme hier so Brezelbuns, sagt man in Deutschland vermutlich. In der Schweiz nennt man die Silzerbrötchen. Dann noch unseren Hauptdarsteller, die Entenbrust, sind ca. 400 Gramm. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann geht's gleich los am Fleischwolf. Ich verwende heute die 4 mm Lochscheibe. Die Entenbrust mal ein bisschen klein geschnibbelt und dann wird das mal schön gewolft. So passt das perfekt. Es gibt heute nur ein paar Apero-Burger, kleine Versionen. Wer Lust hat, kann natürlich auch große machen. Nehmen wir uns das schöne Fleisch, mischen es einmal gut durch. Das habe ich mit der Haut durchgelassen, gewisser Fettanteil. Braucht das, gibt Geschmack. Teilen wir das schön auf in 3 Stücke bei mir. Könnt ihr mit der Burgerpresse machen oder einfach von Hand. Formen wir uns ein paar Patties. Bei mir gibt es 3 Stück. Wie so aussehen, passt das. Und dann geht es gleich weiter mit der Soße. Weiter geht es mit der Avocado. Einmal aufschneiden. Rundherum den drehen. Und ihr habt die perfekt geöffnet. Dann nur noch mit einer Gabel oder einem Löffel einmal rundherum fahren. Wer schauen will, ob die Avocado wirklich reif ist, drückt hier oben beim Stielansatz ein bisschen rein. Wenn es da weich ist, ist die perfekt. Nehmen wir uns Ketchup Mayonnaise. Avocado ein bisschen reinschnibbeln hier und das Ganze gut zerdrücken mit der Gabel, dass wir da eine gute Konsistenz für eine Soße bekommen. Schaut hier wirklich, dass ihr reife Avocados habt, dann geht das schön einfach. Es muss nicht ganz fein sein. Ich denke, so passt das perfekt. Dann die Huisin-Soße dazu. Das Mango-Chutney. Es gibt uns die Süße.
Einmal gut durchmengen. Dann natürlich testen, ob es vielleicht noch Salz oder Pfeffer braucht. Ja, ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja, perfekt. Und schon ist unsere Entenbrustburger-Soße fertig. Nehmen wir unsere Entenbrust-Patties und legen die mal auf. Mach das wieder mal auf der Griddle Plate. Und grillen die mal gut an, von beiden Seiten, so 4-5 Minuten. Auf dem Arm Alteros seht ihr noch zwei Entenbrüste. Nicht alle wollen Burger heute, ich habe noch zwei Entenbrüste. Schön eingeschnitten, ein Fettdeckel mit Salz, ein bisschen eingerieben und auf beiden Seiten schön mit chinesischem 5-Gewürze-Pulver gerubbt. Und die lasse ich jetzt schön oben ziehen, indirekt, so auf 65 Grad. Die Buns noch ein wenig aufknuspern. Burger mal wenden. Burger Buns ein bisschen angeknuspert sind, nehmen wir die raus. Nach gut 8 Minuten haben die perfekte Kerntemperatur erreicht. Und dann bauen wir uns den Burger zusammen. Nehmen wir unseren Burger Bun, geben was von der guten Soße drauf. Leckeres Patty. Nochmal einen Schuss Soße. Käse, Bacon habe ich bewusst weggelassen, ist mir hier fast zu schade, kann man machen, muss man nicht. Und dann probiert unbedingt diese Zwiebelkeimlinge aus, die sind sensationell im Geschmack und machen richtig was her. So Freunde, dann würde ich sagen, wir testen den mal an. Let's go! So Freunde.
Freunde, nicht mehr lange rumschnacken. Jetzt wird getestet. Sieht mal richtig lecker aus. Gute Größe und gute Wünsche. Wow Leute, super saftig. Die Soße ist ein Traum. Mit den Zwiebelchen, Sprossen, schön rosa noch. Wow. Ja Freunde, testet das unbedingt an. Super einfach, schnell gemacht. Kann man klein oder groß machen, wie ihr wollt. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und wie immer würde ich mich über einen netten Kommentar freuen. Hier ein Abo nicht vergessen, Shop reinschauen, zwei weitere Folgen für euch. Schaut rein bei Green Chill Barbecue und Lifestyle International bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Green Chill Barbecue und Lifestyle. Der ist richtig geil. Wow.